Anna. Morgen, Peter. Kommst du nicht frühstücken? Ja, wieso? Es ist gleich 7:30. Machst du heute keine Hausbesuche? Nein, heute fällt nichts an. Ach, war das schön heute Morgen da draußen. Ja. Mensch, wenn ich die Harfe nicht hätte, na? Dann denke ich manchmal, ich müsste sie erfinden. So. Ja. Komm schon. Hm? Oh, da krieg ich keinen Kuss mehr. Hm? Tja. Hat Annelie bei dir übernachtet? Bei Regine. Zu Hause kotzte sie an, hat sie gesagt. Na ja, und? Ich hab sie zur Ordnung gerufen. Nee, ich meine, wundert dich das? Wer findet's mit 17 schon noch schön zu Hause? Ich habe es mit 17 zu Hause herrlich gefunden. Deshalb hast du auch mit 18 geheiratet. Das war Liebe. Annelie sagt, bei Gisela und Saalbach gibt's immer Streit. Kinder sehen das meistens schlimmer, als es ist. Wo hängt der Haussegen nicht mal schief? Was nicht ist, kann nicht schief hängen. Ihr übertreibt. Hackt nicht immer auf dem Saalbach rum. Der Mann ist doch tüchtig, manchmal ein bisschen zu eifrig. Er lebt eben für die Firma. Mein Mann hat auch für die Firma gelebt. Weißt du, wie sich das für eine Frau anfühlt? Gisela, Saalbach, die Kinder. Es müsste doch eine glückliche Familie sein. Den Menschen geht's doch gut. Ich kenne jedenfalls ein paar Leute, denen es schlechter geht. Jens, kenn dich noch mal. Ja. Tschüss. Wiedersehen. Viel Spaß. Tschüss. Ich würde eigentlich gerne informiert werden, wenn Annelie außer Hause schläft. Wie du dich erinnerst, habe ich gestern schon geschlafen, als du nach Hause kamst. Ich konnte dich also kaum informieren. Ich hatte mit Kolbe noch was durchzurechnen. Sag mal, wie sind eigentlich damals Brockmann die Aktienanteile seiner Frau übertragen worden? Naja, als Lore nach Amerika ging. Da müssen doch die Aktienanteile irgendwie übereignet worden sein. Keine Ahnung. Naja. Ahnungslosigkeit scheint sowieso eine der Haupttugenden der Merkers zu sein, seit der Konsul tot ist. Entschuldigung. Ich wollte deiner Familie nicht zu nahe treten. Ich gehe mal zum Doktor wegen meiner Spritze. Bring Bier mit und Korn und was zu essen. Hast du Geld? Da ist doch schon lange keins mehr drin. Weißt du doch. Denn je durch die Kneipen. Vielleicht findest du dein Stück Mutter. Nacht von Krach bei euch. Immer dasselbe. Papa hat getobt. Bist jetzt auch arbeitslos? Haben sie dir gefeuert im Kaufhaus? Nee, ich bin nur auf Urlaub. Na dann viel Spaß. Ich muss jetzt zum Doktor. Zum Brockmann? Mhm. Na dann grüß dich mal schön von mir. Ja, ist gut. Armes Schwein. Mutter auf Treber und Vater arbeitslos. Arbeitslos bin ich auch. Kommt drauf an, was man ausmacht.
Genau, das wollte ich dich schon die ganze Zeit fragen. Was machst du denn eigentlich so? War nicht so neu, das erfährst du schon noch. Was war denn für ein Doktor, den er grüßen lässt? Mein Hausarzt. Guten Morgen. Morgen. Das ist Ihre Überweisung zum Röntgen. Gehen Sie bitte gleich zur Berufsgenossenschaft. Frau Hoffmann, Frau Liebelow und Frau... Wiedersehen. Bitte, bitte. Hey, dann kommen Sie mal mit. Wie geht's Ihrem Mann? Tja, wenn der Träumer nicht wäre. Was ist der mit der Wollunterwäsche? Oh, die trägt er nicht. Da friert er lieber und hat Schmerzen. Dann schicken Sie mal zu mir. Ich heiz Sie mal ein. Danke, Herr Doktor. So, schön gegendrücken. Ja. Frau Caro. Morgen, Herr Doktor. Morgen. Sie kriegen doch IM. Warum sind Sie nicht bei Schwester Erika? Die ist immer so brutal. Bei Ihnen ist es viel schöner. Mensch, Frau Caro, Sie bringen meinen ganzen Betrieb durcheinander. Ich hab hier nichts für Sie. Doch, hier. Guten Morgen. Aha, Komplott, ja? Lass da bloß nicht die Erika merken, die nimmt sowas übel. Und zwar mit Recht. Ich verstehe das nicht. Ich weiß doch ganz genau, dass ich ihn eingesteckt habe. So ein Krankenschein kann doch nicht verschwinden. Suchen Sie in aller Ruhe, Frau Herkling. Wenn Sie nicht dabei haben, ist auch nicht so schlimm. Praxis Dr. Brockmann? Annelie Saalbach, guten Tag. Ich hätte gern Herrn Dr. Brockmann gesprochen. Annelie? Nee, du, das ist im Augenblick ganz schlecht. Er ist gerade bei den Spritzen. Ja, okay, ich sag's ihm. Sie sind zu früh, Herr Schnabel. Ja, ich weiß, ich habe Zeit, ich kann warten. Wiedersehen, Herr Doktor, und schönen Dank auch. Ja. Was ich Sie noch fragen wollte, Herr Doktor, ich habe da in der Illustrierten von einem, von so einer ganz neuen Sache gelesen. Mhm. Eine ganz neue, so eine Art Vitaminspritze, das soll ein wahres Wundermittel sein. Wenn Sie ein Wunder erleben wollen, müssen Sie zum Zauberer gehen. Ich bin bloß Arzt. Nein, ich dachte bloß, weil die das gedruckt haben. Von den meisten, was die drucken, wären der Hersteller hier so, nur nicht der Patient. Sie kriegen schon das Richtige, Frau Lüttke. Weiß ich doch, Herr Doktor. Na, Gil, wie geht's zu Hause? Danke, prima. Ja, wirklich? Danke, Herr Doktor, nicht für ungut. Mhm. Wiedersehen. So, komm mal hier auf. Mach mal den Arm schön frei. So. So was Blödes. Manchmal hat man ja auch wirklich seinen Kopf zu Hause auf dem Hängeboden. Da ist er doch. So. Ja, sehen Sie. Das kann ich wegschmerzen. Hm? Mhm. Wiedersehen. Dauert's lange? Eine Stunde müssen Sie rechnen. Oh, je. Na, Gila, was ist denn doch? Kann ich noch ein bisschen in der Illustrierten blättern? Warum fragst du? Noske, guten Morgen. Ich möchte bitte zu Herrn Dr. Brockmann. Sie sind nicht angemeldet. Nein, ich komme sozusagen auf Verdacht. Glauben Sie, dass der Doktor in absehbarer Zeit noch ein Plätzchen frei hat auf dem Terminkalender? Ich bin Privatpatient. Das spielt bei uns keine Rolle. Wenn Sie eine gute Stunde Zeit haben, vielleicht auch ein bisschen länger. Dann hätte ich gern Ihre Personalie. Noske Fritz, geboren 14.01.38. Noske. Hab mir gedacht, dass er kommt. Wer ist denn das? Das weiß ich noch nicht. Ich denke, du kennst ihn. Deshalb muss ich doch noch lange nicht wissen, wer er ist. Tiefsinn ist angesagt, ja? Annelie hat angerufen. Was wollte sie denn? Dich sprechen, wenn ich das mit meinem schlichten Gemüt richtig interpretiert habe. Stell durch, wenn sie nochmal anruft. Mhm. Wie findest du die Nummer? Gute Bewegung hast du. Hast du volle Klamotten an, ne? Ossi, ich meine die Musik. Hier ist die Musik. Das ist Ossi. Darf man fragen, wo du die ganze Nacht warst?
ein bisschen um die Häuser. Ich hab durchgemacht. Wird er wohl erlaubt sein, hab ja Urlaub. Der junge Herr, auch Urlaub, ja? So ist es, wie Sie sagen. Wer ist denn das? Ach, Oma, ich hab so starke Jallenschmerzen. Tut mir leid. Geh doch mal runter zur Zelle und ruf den Doktor an. Was jetzt? Ich bin müde, hattet nicht noch Zeit. Wo willst du denn hin? So viele Leute in dem kleinen Zimmer. Bis später, Süße. Das hast du ja prima hingekriegt. Ich hab das nicht gern, wenn du über Nacht wegbleibst. Wer war denn das? Ein Freund. Was macht der? Urlaub, hast du doch gehört. Dauerurlaub, wa? Du, das brauch ich mir nicht gefallen lassen, ja? Dass du meine Freunde beleidigst. Ich kann schließlich machen, was ich will. In 4 Monaten werde ich 18. Und die 4 Monate bin ich doch für dich verantwortlich. Das hab ich deinen Eltern versprochen. Ach, meine Eltern. Die sollen sich selber um mich kümmern. Ich brauch keinen Aufpasser. Jetzt bist du ungerecht, Sigi. Du weißt genau, wie die schuften. Das weiß ich nicht. Kannst du rüberkicken nach Dortmund? Wer weiß, was die da drüben machen. Oh. Was ist denn? So gut, ich geh ja schon. Ihr habt eilig, wa? Na, wenn sie bloß ins Labor wollen, dann lass ich sie vor. Ich habe Zeit. Rentner. Obwohl, die meisten Rentner haben es heute besonders eilig. Das wissen sie wahrscheinlich selber nicht. Sie sind neu hier? Ja. Dann dachte ich mir. Naja, ich kenne ja nicht alle Patienten vom Doktor, aber die meisten. Da haben sie aber Glück gehabt. Sonst sind nämlich immer rappeldicke voll hier. Ich frage mich immer, ob der Doktor überhaupt noch ein Privatleben hat. Ja, naja. Die sammelt der Doktor, genau, die sammelt er nicht. Also früher hat er mal Bierdeckel gesammelt. Also Sie können sich nicht vorstellen, von wo überall die Leute ihm welche mitgebracht haben. So ja, aus dem Ostblock, geschmuggelt. Frau Hertling, bitte zu Schwester Erika. Und nachdem ihm das mit dem Bierdeckel zu langweilig geworden war, dann ist er auf Streichholzschachteln umgestiegen. Und jetzt ist er bei Apfelsinenpapier gelandet. Die hat er schon alle, damit können sie ihm nicht kommen. So, das ist genau so ein Blindjäger. Pech. Also es soll Leute geben, die bringen Konfekt mit und Blumen. Aber der Doktor will das nicht. Er sagt... Herr Schnabel, kommen Sie dann gleich zu mir ins Labor? Ich lasse den Herrn vor, ich habe Zeit. Nein, danke. Ich möchte zu Herrn Dr. Brockmann persönlich. Ja, warum sagen Sie das nicht gleich? Herr Noske, bitte. Herr Jakob, bitte zur Bestrahlung. Gila, musst du nicht in die Schule? Die ersten Stunden bin ich befreit. Wegen der Spritze. Die dritte und die vierte war Sport. Da bin ich auch befreit. Wie gesagt, wahrscheinlich ist es lächerlich, deshalb überhaupt einen Arzt zu bemühen. Entschuldigung, darf ich? Wenn wir hier nicht grundsätzlich nicht rauchen würden, würde ich sagen, oh, so ruhig, ist vielleicht Ihre letzte. Ich meine, kann sein, dass ich Ihnen nach der Untersuchung das Rauchen verbieten muss. Ach so, verstehe, ja. Das macht die private Atmosphäre hier. Man vergisst, dass man beim Arzt ist. Das ist beabsichtigt. Verstehe. Abbau von Angst, Hemmschwelle etc. pp. Ja, also, wie gesagt, Mone, das ist Frau Fischer, meine Lebensgefährtin. Sie haben sie ja kennengelernt vorletzte Woche, als ich sie da draußen für den Gärtner gehalten habe. Nochmals Entschuldigung. Also, wie gesagt, Frau Fischer, Mone... Sie hat einen großen Beitrag geleistet zum Erfolg meiner Firma. Die Noske Laborgeräte wären heute nicht da, wo sie sind, ohne sie. Sie war meine rechte Hand. Angestellte damals, das ist sie ja jetzt nicht mehr. Das sollte ich vielleicht sagen. Ich bin noch verheiratet, nicht mit Frau Fischer. Die Scheidung ist eingereicht. Mone und ich, wir werden dann
heiraten. Sie werden vielleicht denken, sie ist ein bisschen jung für mich, aber als Mann, wenn ich zu viel rede, wenn ich zu weitschweifig werden sollte, dann unterbrechen Sie mich bitte, ja? Ich wollte nur darstellen, dass also ich selbst wäre eben nicht gekommen wegen dieser Sache. Dann sehen wir uns doch mal die Sache an. Das machen wir am besten drüben. Wie gesagt, es war jahrelang, eigentlich von Kindheit an, soweit ich mich erinnere, ein kleiner Leberfleck. Und nun, seit ein paar Wochen, wächst das Ding auf einmal. Ja. Guten Morgen, die Damen. Guten Morgen. Können Sie Freitag früh? Ich kann immer. Rufen Sie mich an. Ich habe immer Zeit. Also schön, denn Freitag früh. Auf Wiedersehen. Dann. Wiedersehen. Bis morgen, Frau Zimmer. Tag, Sigi. Ha? Na, hast du frei heute? Urlaub. Das ist wegen Oma. Das mit den Schmerzen wird immer schlimmer. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, und weil der Doktor letztens hier jemand, das hilft auch nicht mehr. Manchmal denke ich, sie macht das nicht mehr lange. Na, na, nur mal sachte. Geh mal ins Wartezimmer, hm? Na, ich kann aber nicht so lange, ja? Ich denke, du hast Urlaub. Ja, aber nicht dafür, dass ich wegen meiner Oma im Wartezimmer rumhänge. Mensch, Lila, wartest du immer noch? Nee. Ich lese noch ein bisschen. Na ja, bis auf das Übergewicht sieht ja alles fabelhaft aus. Natürlich weniger rauchen, weniger trinken. Brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen. Machen Sie doch bitte mit meiner Sprechstundenhilfe einen Labortermin aus, wegen der Blutuntersuchung. Und der Leberfleck? Sagt man Leberfleck, da gibt's doch sicher einen medizinischen Ausdruck. Ja, Nevus, sagt man dazu. Da kriegen Sie eine Überweisung. Da lassen wir dann in der Klinik eine histologische Untersuchung machen. Eine Gewebeprobe. Warum denn in die Klinik? Können Sie das nicht so sehen? Ich meine, ist das so ernst, dass ich dazu ins Krankenhaus muss? Ich meine, meine Zeit ist auch bemessen. Wenn das nicht unbedingt nötig ist, dann wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn man das vermeiden könnte. Wie gesagt, nicht, dass ich grundsätzlich etwas dagegen hätte, gegen diese Untersuchung. Nur, wenn das eher harmlos ist. Davon wollen wir uns ja überzeugen. Ich kenne das Krankenhaus, meine Tochter arbeitet dort. Sie sind da in besten Händen. Das machen wir mal gleich heute noch, da haben wir es hinter uns. Geben Sie bitte vorne eine Telefonnummer an, unter der wir Sie erreichen können, ja? Ist denn das so eilig? Kann nicht schaden. Wenn Sie sich in Ihrer Firma was vorgenommen haben, warten Sie dann erst ein paar Tage? Nein, das natürlich nicht. Na ja, na sehen Sie. Also, Herr Noske, wir sehen uns wieder, sobald ich etwas weiß. Hm? Gila! Ja? Komm noch mal her. Was ist denn? Greif mal rein. Aber richtig. Richtig, habe ich gesagt. Und spuck die Kerne nicht ins Treppenhaus. Ja, danke. Bitte. Katrin, Ihr Vater möchte Sie sprechen. Ich stell durch. Ja, heute noch. Noske heißt der Mann. Ich fürchte ein malignes Melanom. Ja, vielleicht irre ich mich, hoffentlich. Und gib mir deinen Befund sofort durch. Wiedersehen, Tochter. Ich habe ja mein Sekretariat übrigens mal die Akten durchsehen lassen. Was denn für Akten? Herrn Dr. Brockmanns Übernahme den Aktienanteil von Lore betreffend. Ja? Und? Nichts. Überhaupt nichts zu finden. Bernd? Ah, hier bist du. Ja. Hast du mich gesucht? Ja, ich wollte dir was sagen. Ich habe mir mal so für mich die Sache mit dem amerikanischen... mit diesem amerikanischen Hormonpräparat durchgerechnet. Die ganze Sache steht und fällt ja mit den Konditionen, die dieser Noske für seinen Kredit will. Und, ich fürchte, dass sie eher fällt als steht. Außerdem, Peter hat mit seinen Argumenten gar nicht so unrecht. Wir sollten die Finger davon lassen. Du, sag mal eine Frage. Ja? Weißt du eigentlich, wer seinerzeit Peter Lores Anteile übertragen hat? Das hat doch Vater damals noch gemacht, oder? Soviel ich weiß, gibt es da eine notarielle Vereinbarung. Wieso, warum fragst du? Nur so. Ich wollte immer schon mal gefragt haben. Nein.
Kommt ihr gut vorwärts? Mhm. Ja. Also sag Oma, ich komme vorbei. Das Medikament, was ich ihr hier aufgeschrieben habe, ist jetzt bloß gegen den Schmerz. Was die Galle betrifft, Oma muss wahrscheinlich operiert werden. Danach wird sie dann im Krankenhaus bleiben müssen. Wenigstens für eine Weile los. Ja, war nicht so gemeint. Ja, das hoffe ich. Ja, das ist bloß der Stress, dass ich so reagiere. Du hast ja erst mal Urlaub und kannst dich erholen. Dazu müsste ich verreisen. Aber verreisen Sie mal ohne Kohle. Für den Wannsee wird es ja wohl noch reichen. Wannsee? Ich will mich doch nicht vergiften. Nun aber raus, du! Wiedersehen, Herr Doktor. Und bis bald, ich meine, wenn Sie zu Oma kommen. Ja, wiedersehen. Frau Krüger, bitte. Wiedersehen. Wiedersehen, Sigi. Da ist eine unangenehme Sache. Frau Herkling glaubt, dass ihr Portemonnaie im Wartezimmer gestohlen worden ist. Ja, ich bin ganz sicher. Sie haben es doch mit eigenen Augen gesehen, als ich einen Krankenschein rausgenommen habe. Und dann gleich nach der Praxis, da wollte ich runter an die Ecke ein Strickmodenheft kaufen. Und da war es schon weg, das Portemonnaie. Sind Sie wirklich ganz sicher? Absolut. Ich meine, es waren bloß 30 Mark drin und ein bisschen Kleingeld, aber so geht's ja nun auch nicht. Wird man auf der Straße überfallen, nun rauben sie schon die Wartezimmer aus. Außerdem war das ein Geschenk von meiner Nichte, das Portemonnaie. Sehen Sie doch bitte noch mal in aller Ruhe zu Hause nach, hm? Das brauche ich nicht. Ich bin ja noch gar nicht zu Hause gewesen inzwischen. Und Sie haben es doch selbst gesehen, dass ich es hatte. Also, wenn es wirklich weg ist, wir sind gegen sowas versichert. Sie kriegen dann den Schaden ersetzt, Frau Hertling. Aber bitte vorher alles noch mal genau durchsehen, ja? Naja, Sie können ja nichts dafür. Also meinetwegen. Ich sag Ihnen dann gleich Bescheid. Wiedersehen, Frau Hertling. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Mir ist es ja auch peinlich. Auf Wiedersehen, Fräulein Gabi. Wiedersehen. Wir sind gegen sowas versichert? Seit wann denn? Seit überhaupt nicht. Aber ich will wegen 30 Mark nicht die Polizei in der Praxis haben. Die verhören dann alle Patienten, die um diese Zeit hier waren. Und das muss ja nur nicht sein, nicht? Wer war denn alles hier? Ja, muss ich nachsehen. Nee, lass mal. Ist nicht so wichtig jetzt. Besorg mal ein größeres Schild, dass die Patienten keine Wertsachen im Wartezimmer lassen sollen. Noch einer drin? Einer? Hier, meine Kleine. Da muss der Papa schon selber kommen. Kann er nicht. Ist krank geschrieben. Auch was auf. Krank geschrieben, auch was auf. Das haben wir ja alle. Kann das Bier und den Korn auch bezahlen? Hier hast du eine Tüte und dein Geld. Was soll das heißen? Die hat dir das nicht gegeben. Wir verkaufen kein Alkohol an Kinder. Und das hast du dir gefallen gelassen, ja? Ich habe ja gesagt für meinen Papa. Da hat sie gesagt, du sollst selber kommen. Und damit war für dir die Sache erledigt. Aber an die hast du gedacht, ja? Na, das ist ja prima. An die hast du gedacht, genau wie deine Mutter. Immer nur an sich selber denken. Ich. Hier ist Geld. Im Supermarkt gibt's Korn, im Sonnenangebot. Die Kassierin hat ihn beiseite gestellt. Die sollen alle noch den Bock kennenlernen. Die denken, mit einer Arbeitslosen können sie alles machen. Aber nicht mit Bock. Mit mir nicht. Nee, heute geht's wirklich nicht mehr. Der Doktor ist gerade ja, unterwegs zu Hause besuchen. Nee? Ja, kommen Sie morgen. Ja. Versprechen kann ich Ihnen nichts. Dankeschön. Wiedersehen. So, Ihre Tasche. Guten Abend. Guten Abend. Die Sprechstunde ist zu Ende. Das wissen wir. Wir dachten nur, vielleicht haben wir noch Glück, unser Marc. Unser Junge hat Fieber. Ja? Ach was. Na komm mal her, Mensch. Setz dich mal da drauf. Jetzt machst du den Mund ganz weit auf, ja, und sagst, ah. Ah. Dollar, ganz doll. Ah. Ah, ah ja. Ja, nochmal. Ah. Ja,
Tut das hier weh? Mhm. Ah. Angina, ab ins Bett. Kinderzäpfchen, kalte Badenwickel. Oh, Marek, du hast eine Rotte, Angina. Da müssen wir mal was machen mit deinen Mandeln. So. Ich komme heute Abend um 8 vorbei. Ja? Danke, Herr Doktor. Tja, Oma Köster, zu untersuchen gibt es für mich im Augenblick bei Ihnen nichts. Sie müssen für ein paar Tage zur Beobachtung ins Krankenhaus. Operieren? Könnte sein. Aber Sie wäre nicht die erste Frau in Ihren besten Jahren, die an der Galle operiert wird. Ist so halb so schlimm, wie man denkt. Beste Jahre. Hat Sie mal erzählen, Herr Doktor. Da haben Sie recht. Die kommen ja bei Ihnen erst noch. Hm? Also, Wiedersehen. Na, nur mal Kopf hoch. Moin, holt Sie der Krankenwagen ab und dann sollen Sie mal sehen, wie angenehm das ist, wenn die Leute sich um Sie kümmern. So, dann ist es also soweit. Jetzt musste mal eine Weile ohne Oma rauskommen. Auskommen ist gut. Aber übrigens, meine Ruhe und werde nicht dauernd angemeckert. Und außerdem kann mein Fester dann bei mir einziehen. Dass dir gefallen tut mir deine Reaktion überhaupt nicht. Aber wenn du irgendwelche Schwierigkeiten hast, ruf mich trotzdem an. Mach. Wiedersehen, Herr Doktor. Guten Appetit. Immer, wenn die Chefin persönlich serviert. Los, ich bin zwar Arzt, aber muss ich deshalb auch so gesunde Sachen essen? Die Hüften werden das danken, mein Schatz. Bin ich vielleicht zugenommen, Marge? Ja. Sag mal, du hast noch gar nichts gesagt. Wozu? Zu meinem neuen Kleid. Ist das neu? Wie lange kennen wir uns? Wir? Nur so 2,5 Jahre. Genau 3 Jahre und 7 Monate. Nein, sieh mal. Und in diesen 3 Jahren und 7 Monaten hast du noch nicht ein einziges Mal von alleine bemerkt, wenn ich neues Kleid habe. Du, der kommt wahrscheinlich daher, dass ich finde, du hast jedes Mal ein schönes neues Kleid an. Und darüber wundere ich mich schon gar nicht mehr. Das Kleid ist allerdings besonders toll. Hast du aber Glück gehabt, dass dir das noch eingefallen ist. Bis später. Entschuldigen Sie, Dr. Lotti, ich muss noch einen Blick stören. Moment, sein muss. Erstmal guten Abend. Guten Abend, Herr Fröbe. Meine Frau leidet in den letzten Wochen. Also leiden ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber sie weiß es selbst nicht so richtig. Ehe Sie weiterreden. Ich habe da neuerdings an meinem Wagen. Also wenn ich eine Weile in der Stadt gefahren bin, dann auf die Autobahn gehe, da spüre ich plötzlich so ein ganz merkwürdiges Drucken, so eine Art Aussetzen. Was könnte das sein? Das kann man so nicht sagen. Da müssten Sie mit dem Wagen schon mal zu uns in die Werkstatt kommen. Das habe ich mir beinahe gedacht. Sehen Sie, so ist es mit Ihrer Frau auch. Sagen Sie, sie soll zu mir in der Praxis kommen. Ah ja. Schönen Dank, schönen Abend noch. Was war denn? Ach, das Übliche. Da wollte mal wieder jemand eine Ferndiagnose. Du, hör mal, wie ich das so überblicke, wird Gunther ab 11 hier alleine fertig. Weißt du was? Wenn du fertig gegessen hast, dann gehst du nach Hause, siehst ein bisschen fern, hörst ein bisschen Musik. Und wenn ich dann komme, erzählst du mir. Hm? Ja, schon angeboten. Guten Abend, Herr Doktor. Gleisdreieck, was ist? Mensch, du kannst ja mal aber auch auf den Wecker gehen. Ja, ich habe 3 Gläser Wein getrunken. Hallo, Taxi!
Du hast schon geschlafen, als ich gestern Abend nach Hause gekommen bin. Gestern Abend, heute Nacht. Du schläfst jetzt. Ist auch eine Art Schlafstörung, die wir haben. Mhm. Sag mal, liebst du mich überhaupt, ne? Wann machen wir denn endlich mal Urlaub? Urlaub? Mensch, komm mal doch nicht am frühen Morgen mit Fremdworten, Mädel. Tschüss. Ich ruf dich an. Schönen Gruß an die Eltern. Wiedersehen. Katrin. Guten Morgen. Ich musste hier vorbei und da dachte ich, ich sag's dir gleich selber. Warten Sie bitte eine Viertelstunde. Zur Bestrahlung hole ich Sie wieder ab. Ja. War ich jetzt nicht dran, Privatpatientin, ja? Frau Löber, das war Frau Dr. Brockmann, die Tochter vom Doktor. Ja, und nun werde ich mich da hinsetzen und warten, sonst kommt noch die ganze Verwandtschaft vor mir dran. Ja, ist gut, Frau Löber. Morgen. Morgen. Gila, du kriegst doch heute gar keine Spritze. Nee, weiß ich. Ich muss aber erst heute zur dritten Stunde. Darf ich Illustrierte? Klar. Das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Da sitzen sie, gucken aus dem Fenster, lesen Zeitung, denken an irgendwas, lieben, hassen, sind traurig, freuen sich. Ein paar von denen wissen nicht, dass sie auch Noske sind. Kennst du den Noske gut, dass dir das so nahe geht? Das erste Nein, das zweite Ja. Ja, geht mir nahe. Wir altmodischen Praktiker sind ihm noch nicht so abgebrüht wie ihr im Krankenhaus. Du bist und bleibst ein alter, blöder Trottel. Annelie. Komisch. Nein, das glaube ich eigentlich weniger. Da ist was. Irgendwas ist da. Nämlich? Peter, es ist schon wieder ein Portemonnaie verschwunden. Das von der Frau Löper. Die ist zwar eine alte Stänkerliese, aber ich glaube ihr das. Eben sagt sie, wenn es sowieso noch länger dauert, dann geht sie noch was besorgen. Will nachsehen, ob sie noch genug Geld hat. Und das Portemonnaie ist weg. Mensch, Kinder, macht mich doch nicht verrückt. Dann hat sie es zu Hause gelassen. Beim Bezahlen im Bus hat sie es noch gehabt. Frau Hertling hat gestern übrigens auch noch angerufen. Ihr Portemonnaie war nicht zu Hause. Und das habe ich nur wirklich mit eigenen Augen gesehen, dass sie es hatte. So eins mit dem aufgestickten Kleeblatt. Also gut, ich werde mich darum kümmern. Wenn das von der Löper wirklich auch weg ist, dann müssen wir eben die Polizei benachrichtigen. Jetzt beruhige die erstmal. Frau Löper beruhigen? Du machst mir Spaß. Ach, Gabi. Ja? Bestell den Herrn Noske heute als letzten Patienten, ja? Mach ich. Guten Abend, Herr Noske. Guten Abend, Herr Doktor. Ja, wir machen morgen, ich hoffe, das geht zeitlich bei Ihnen, noch ein Leberzyndigramm. Ich verschreibe Ihnen Zytostatika. Ich habe gehört, die sammeln Sie. Ich hoffe, das haben Sie noch nicht. Jedenfalls hängt es nicht in den Rahmen im Wartezimmer. Ah ja, danke. Nehmen Sie doch bitte Platz. Wissen Sie, als Arzt bekommt man natürlich immer wieder mal was von besonders dankbaren Patienten geschenkt. Und die am wenigsten Namen verausgaben sich am meisten. Aber das hier, das mit dem Apfelsinenpapier, das kostet die Patienten wenigstens nichts. Danke, habe ich tatsächlich noch nicht. Das freut mich. Ja. Also ein malignes Melanom, was ich da habe. Sie hatten ganz allgemein Nävus gesagt. Aber verbunden mit den Maßnahmen, die Sie vorschlagen, ich war in einer medizinischen Fachbücherei. Sie können mir die Wahrheit sagen. Tja. Wie lange noch?
3 Monate, halbes Jahr, vielleicht länger. Ich danke Ihnen. Ich habe es übrigens schon gestern gewusst. Na, da wussten Sie mehr als ich. Wenn ich ehrlich bin, geahnt habe ich schon, seit es immer größer wurde. Deshalb habe ich wohl auch so lange gezögert. Aber dass es so kurz ist. Wir sehen uns ja vielleicht heute Abend noch. Herr Dr. Merker und Herr Saalbach haben mich zu einer Besprechung gebeten. Wollen Sie das nicht lieber verschieben? Nein. Dann muss ich jetzt durch. Sie haben mir gesagt, ich kann Ihnen die Wahrheit sagen. Wissen Sie, die Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf so eine Eröffnung. Manche brechen leicht zusammen und bei manchen kommt der Schock erst mit einer gewissen Verzögerung. Ich glaube, ich habe ihn schon hinter mir. Aber ich danke Ihnen für den Rat. Ina, was ist denn los? So klein Olla wieder, traust du da nicht rein? Nee, ist alles in Ordnung. Na, aber was stehst du denn hier rum? Ich wollte gerade mal runtergehen, Brot holen. Na, da musst du dich aber beeilen, ist gleich 6:30, wa? Ich weiß. Na, komm schon, der Shampoo wird warm. Ah. Komm. Guten Abend, Peter. Du kommst gerade richtig zum Abendessen. Es gibt rote Grütze. Oh Gott, du weißt doch, dass ich nichts Süßes mag. Du, Annelie hat nach dir gefragt. Ich glaube, sie will mit dir sprechen. Na, dann soll sie mal. Ich habe mich entschlossen, kein Kapital in die Merker AG zu investieren. Und warum nicht? Ich werde auch meine Firma nicht vergrößern. Guten Abend. Guten Abend. Peter! Peter! Guten Abend, Herr Dr. Brockmann. Wir hören gerade, Herr Noske will gar nicht investieren bei uns. Hm. Hat die Ablehnung was mit dir zu tun? In gewisser Weise ja. Das ist ja fabelhaft. Nein, nein, verstehen Sie das bitte nicht falsch. Herr Dr. Brockmann hat wirklich nur mittelbar etwas mit meiner Entscheidung zu tun, die auch mein ganzes mir noch verbleibendes Leben betrifft. Und ich habe heute Morgen erfahren, dass mir nicht mehr sehr viel bleibt. Entschuldigen Sie, ich habe Sie in eine unangenehme Situation gebracht. Aber ich wollte Ihnen diese Absage nicht am Telefon machen. Entschuldigen Sie nochmals, ich möchte jetzt gehen. Na hör mal, soll jetzt höflich sein? Die Party hat doch noch nicht angefangen. Außerdem hast du noch nicht Ja gesagt. Sag ich doch nicht, ich sage nee. Stell dich doch nicht so an. Das ist ja ganz was anderes als dein Peanut-Job im Kauf. Da hast du 10-fache drin, stimmt's, Ali? Siehst du? Der muss es wissen. Wie sicher hört ihn das schon? Ich hab das schon mal gesagt. Das ist nicht mein Milieu. Nachtclub ist nicht mein Fall. Du hast dir da nicht so. So eine Stute wie du. Hm? Die rennt einfach hinter einer Bar. Mensch, hör auf! Jetzt pass mal auf, Süße. Er kann dir das doch anders verklickern, hä? Bumm! Du kannst das doch bald leer kriegen. Mensch, Ossi, was ist denn los mit dir? Gila! Moment, was ist denn? Was hast du denn? Lene, was ist denn los? Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss mich um die Kleine kümmern, die hat was. Komm, Ali. Ich habe Leute, die kann man nicht mal zu ihrem Glück zwingen. Ab die Post. Hast du was gegessen? Kirschen. Viele? Zitronen. Hast du Wasser drauf getrunken? Aber ich habe die Kerne mit runtergeschluckt. Ich glaube, das darf man nicht. Oh, Mensch, du hast ja Fieber. Pass mal auf, du bleibst jetzt hier liegen, ja? Ich komm gleich wieder. Ich rufe nur den Doktor an. Hast du gehört? Ja.
Brockmann? Sorg dafür, dass die Haustür offen ist. Ich komme. Ich hab's eilig, Annelie. Ach so. Moin, ja? Du hast gestern früh schon mal angerufen? Hm. Na, dann komm mit, erzähl's mal unterwegs. Okay. Gila muss sofort ins Krankenhaus. Sind die Eltern nicht zu Hause? Mutter ist auf Trebe und Vater liegt besoffen in der Küche, sagt sie. Ist das der Wohnungsschlüssel? Ich glaub schon. Gib mal. Bleib so lange bei dir. Herr Bock! Herr Bock! Eigentlich noch mal runtergegangen zu dem Bock. Weil ein Elternteil sein Einverständnis geben muss für die Operation. Was? Wieso muss Gila operiert werden? Na ja. Also ist er echt bescheuert. Jetzt sitzt man hier rum und schweigt sich an. Wir können uns ja auch unterhalten. Ja. In was für Diskos gehst du denn so? Ich gehe manchmal ins Happy End. Aber das ist doch keine Disco. Ich weiß. Wenn die in Schuppen ist, aber da fixen sie doch. Bist du bekannt beim Doktor? Mein Onkel. Echt? So einen Onkel möchte ich auch haben. Ach, ihr seid ja noch da. Ja. Na, was ist denn nun? Sie ist über den Berg. Über den Berg? Hm? Wieso? War das denn so gefährlich? Ich meine, 1 Pfund Kirschkerne? 1 Pfund zu viel. Die Gila hat einen Darmverschluss, aber das kann tödlich sein. Wir sitzen hier und quatschen über Diskos. Herr Doktor, wo wir schon gerade noch im Krankenhaus sind, können Sie im Moment mal alleine sprechen? Hm. Entschuldige, es war privatet. Na? Ja, also ich hätte nichts dagegen, wenn Oma so bald wie möglich nach Hause kommt. Ich könnte es auch pflegen, ich meine, wenn sie im Bett liegen muss. Mhm. Und was sagt dein Vester dazu? Ich glaube, der wollte mir anschaffen schicken. Der hat auch schon mal gesessen wegen Diebstahl. Soweit kaum vor. Ach, da fällt mir ein, bei Ihnen im Badezimmer haben Sie erzählt, da sei auch geklaut worden sein? Ein Portemonnaie? Das hat sich aufgeklärt. Und wer war's? Jemand, der nichts dafür kann. Hier, jetzt nimmst du in eine Taxe und fährst nach Hause. Hast Gila wahrscheinlich das Leben gerettet. War sehr, sehr vernünftig von dir, dass du mich angerufen hast. Ja? Danke. Aber das nehme ich nicht. Fahrt Bus. Das machst du nicht mitten in der Nacht. Sie sind ja autoritär. Aber na gut, weil Sie sind. Also tschüss. Vielleicht sieht man sich mal, ha? Ja. Hier, willst du auch in? Danke. Tschüss denn. Das ist vielleicht eine Marke. So. Das war nicht gerade gemütlich hier, aber du hast da irgendwas auf dem Herzen. Ich glaube, es scheint, es gibt wichtigere Sachen. Ich erzähl's dir ein anderes Mal, ja? Hm.
Na, wie du meinst. Hast du Bea angerufen? Mhm. Und? Hat sie was gesagt? Ja, ich habe ihr erzählt, was los ist. Und sie hofft, dass alles gut geht. Du und Bea, ihr versteht euch prima, nicht? Mhm. Wir zanken uns natürlich auch manchmal, aber ich kenne jedenfalls keine zwei Leute, bei denen es nicht manchmal Streit gibt. Ne? Manchmal. Komm, fahre ich jetzt nach Hause. Nee, nee, die Bea wartet auf dich. Trotzdem. Ich nehme ein Taxi und du fährst zu Bea. Du bist ja autoritär. Ja, na und? Peter, kommst du nicht frühstücken? Doch, wieso? Es ist gleich halb acht. Machst du heute keine Hausbesuche? Nein, heute fällt nichts an. Ach, war das schön heute Morgen da draußen. Ja? Mensch, wenn ich die Harfe nicht hätte, na? Dann denke ich manchmal, ich müsste sie erfinden. So. Ja. Komm schon, hm? Ja, aber doch nicht kein Kuss mehr. Hm? Ja, tja. Hat Annelie bei dir übernachtet? Bei Regine. Zu Hause kotzt es sie an, hat sie gesagt. Na ja, und?
Ich hab sie zur Ordnung gerufen. Nee, ich meine, wundert dich das? Wer findet's mit 17 schon noch schön zu Hause? Ich habe es mit 17 zu Hause herrlich gefunden. Deshalb hast du auch mit 18 geheiratet. Das war Liebe. Annelie sagt, bei Gisela und Saalbach gibt's immer Streit. Kinder sehen das meistens schlimmer, als es ist. Wo hängt der Haussegen nicht mal schief? Was nicht ist, kann nicht schief hängen. Ihr übertreibt. Hackt nicht immer auf dem Saalbach rum. Der Mann ist doch tüchtig. Manchmal ein bisschen zu eifrig. Er lebt eben für die Firma. Mein Mann hat auch für die Firma gelebt. Weißt du, wie sich das für eine Frau anfühlt? Gisela, Saalbach, die Kinder. Es müsste doch eine glückliche Familie sein. Den Menschen geht's doch gut. Ich kenne jedenfalls ein paar Leute, denen es schlechter geht. Jens, kenn dich noch mal. Ja. Tschüss. Wiedersehen. Viel Spaß. Tschüss. Ich würde eigentlich gerne informiert werden, wenn Annelie außer Hause schläft. Wie du dich erinnerst, habe ich gestern schon geschlafen, als du nach Hause kamst. Ich konnte dich also kaum informieren. Ich hatte mit Kolbe noch was durchzurechnen. Sag mal, wie sind an dich damals Brockmann die Aktienanteile seiner Frau übertragen worden? Naja, als Lore nach Amerika ging. Da müssen doch die Aktienanteile irgendwie übereignet worden sein. Keine Ahnung. Naja. Ahnungslosigkeit scheint sowieso eine der Haupttugenden der Merkers zu sein, seit der Konsul tot ist. Entschuldigung, ich wollte deiner Familie nicht zu nahe treten. Ich gehe mal zum Doktor wegen meiner Spritze. Bring Bier mit und Korn und was zu essen. Hast du Geld? Da ist doch schon lange keins mehr drin. Weißt du doch. Denn je durch die Kneipen. Vielleicht findest du dein Stücke Mutter. Nacht von Kraft bei euch. Immer dasselbe. Papa hat getobt. Bist jetzt auch arbeitslos? Haben sie dir gefeuert im Kaufhaus? Nee, ich bin nur auf Urlaub. Na dann viel Spaß. Ich muss jetzt zum Doktor. Zum Brockmann? Mhm. Na dann grüß ihn mal schön von mir. Ja, ist gut. Armes Schwein. Mutter auf Treber und Vater arbeitslos. Arbeitslos bin ich auch. Kommt drauf an, was man daraus macht. Genau, das wollte ich dich schon die ganze Zeit fragen. Was machst du denn eigentlich so? War nicht so neu, Leute, da fährst du schon noch. Was war denn für ein Doktor, den er grüßen lässt? Mein Hausarzt. Guten Morgen. Morgen. Das ist Ihre Überweisung zum Röntgen. Gehen Sie bitte gleich zur Berufsgenossenschaft. Frau Hoffmann, Frau Liebenow und Frau... Wiedersehen. Bitte, bitte. Hey, dann kommen Sie mal mit. Wie geht's Ihrem Mann? Tja, wenn der Träumer nicht wäre. Was der mit der Wollunterwäsche? Oh, die trägt er nicht. Da friert er lieber und hat Schmerzen. Dann schicken Sie mal zu mir. Ich heiz Sie mal ein. Danke, Herr Doktor. So, schön gegendrücken. Ja. Frau Caro. Morgen, Herr Doktor. Morgen. Sie kriegen doch IM. Warum sind Sie nicht bei Schwester Erika? Die ist immer so brutal. Bei Ihnen ist es viel schöner. Mensch, Frau Caro, Sie bringen meinen ganzen Betrieb durcheinander. Ich hab hier nichts für Sie. Doch, hier. Guten Morgen. Aha, Komplott, ja? Lass da bloß nicht die Erika merken, die nimmt so was übel. Und zwar mit Recht.
verstehe das nicht. Ich weiß doch ganz genau, dass ich ihn eingesteckt habe. So ein Krankenschein kann doch nicht verschwinden. Suchen Sie in aller Ruhe, Frau Herkling. Wenn Sie nicht dabei haben, ist auch nicht so schlimm. Praxis Dr. Brockmann? Annelie Saalbach, guten Tag. Ich hätte gern Herrn Dr. Brockmann gesprochen. Annelie? Nee, du, das ist im Augenblick ganz schlecht. Er ist gerade bei den Spritzen. Ja, okay, ich sag's ihm. Sie sind zu früh, Herr Schnabel. Ja, ich weiß, ich habe Zeit, ich kann warten. Wiedersehen, Herr Doktor, und schönen Dank auch. Ja. Was ich Sie noch fragen wollte, Herr Doktor, ich habe da in der Illustrierten von einem, von so einer ganz neuen Sache gelesen. Mhm. Eine ganz neue, so eine Art Vitaminspritze, das soll ein wahres Wundermittel sein. Wenn Sie ein Wunder erleben wollen, müssen Sie zum Zauberer gehen. Ich bin bloß Arzt. Nein, ich dachte bloß, weil die das gedruckt haben. Von den meisten, was die drucken, werden der Hersteller hier so, nur nicht der Patient. Sie kriegen schon das Richtige, Frau Lüttke. Weiß ich doch, Herr Doktor. Na, Gier, wie geht's zu Hause? Danke, prima. Ja, wirklich? Danke, Herr Doktor, und nicht für unjut. Mhm. Wiedersehen. So, komm mal hier auf. Mach meinen Arm schön frei. So. So was Blödes. Manchmal hat man ja auch wirklich seinen Kopf zu Hause auf dem Hängeboden. Da ist er doch. So. Na, sehen Sie. Das kann ich wegschmerzen. Hm? Mhm. Wiedersehen. Dauert's lange? Eine Stunde müssen Sie rechnen. Oh, je. Na, Gila, was ist denn doch? Kann ich noch ein bisschen in der Illustrierten blättern? Warum fragst du? Noske, guten Morgen. Ich möchte bitte zu Herrn Dr. Brockmann. Sie sind nicht angemeldet. Nein, ich komme sozusagen auf Verdacht. Glauben Sie, dass der Doktor in absehbarer Zeit noch ein Plätzchen frei hat auf dem Terminkalender? Ich bin Privatpatient. Das spielt bei uns keine Rolle. Wenn Sie eine gute Stunde Zeit haben, vielleicht auch ein bisschen länger. Dann hätte ich gern Ihre Personalie. Noske Fritz, geboren 14.01.38. Noske. Hab ich mir gedacht, dass er kommt. Wer ist denn das? Das weiß ich noch nicht. Ich denke, du kennst ihn. Deshalb muss ich doch noch lange nicht wissen, wer er ist. Tiefsinn ist an ihn, sagt er. Annelie hat angerufen. Was wollte sie denn? Dich sprechen, wenn ich das mit meinem schlichten Gemüt richtig interpretiert habe. Stell durch, wenn sie nochmal anruft. Mhm. Wie findest du die Nummer? Herr Noske, bitte. Herr Jakob, bitte zur Bestrahlung. Gila, warst du nicht in die Schule? Die ersten B-Stunden bin ich befreit. Wegen der Spritze. Die dritte und die vierte war Sport. Da bin ich auch befreit. Wie gesagt, wahrscheinlich ist es lächerlich, deshalb überhaupt einen Arzt zu bemühen. Entschuldigung, darf ich? Wenn wir hier nicht grundsätzlich nicht rauchen würden, würde ich sagen, auch so ruhig, ist vielleicht Ihre letzte. Ich meine, kann sein, dass ich Ihnen nach der Untersuchung das Rauchen verbieten muss. Ach so, verstehe, ja. Das macht die private Atmosphäre hier. Man vergisst, dass man beim Arzt ist. Das ist beabsichtigt. Verstehe? Abbau von Angst, Hemmschwelle etc. pp. Ja, also, wie gesagt, Mone, das ist Frau Fischer, meine Lebensgefährtin. Sie haben sie ja kennengelernt vorletzte Woche, als ich sie da draußen für den Gärtner gehalten habe. Nochmals, Entschuldigung. Also, wie gesagt, Frau Fischer, Mone. Sie hat einen großen Beitrag geleistet zum Erfolg meiner Firma. Die Noske Laborgeräte wären heute nicht da, wo sie sind, ohne sie. Sie war meine rechte Hand. Angestellte damals, das ist sie ja jetzt nicht mehr. Das sollte ich vielleicht sagen. Ich bin noch verheiratet, nicht mit Frau Fischer. Die Scheidung ist eingereicht. Mone und ich, wir werden dann heiraten.
Sie werden vielleicht denken, sie ist ein bisschen jung für mich, aber als Mann, wenn ich zu viel rede, wenn ich zu weitschweifig werden sollte, dann unterbrechen Sie mich bitte, ja? Ich wollte nur darstellen, dass also ich selbst wäre eben nicht gekommen wegen dieser Sache. Dann sehen wir uns doch mal die Sache an. Das machen wir am besten drüben. Wie gesagt, es war jahrelang, eigentlich von Kindheit an, soweit ich mich erinnere, ein kleiner Leberfleck. Und nun, seit ein paar Wochen, wächst das Ding auf einmal. Ja. Guten Morgen, die Damen. Guten Morgen. Können Sie Freitag früh? Ich kann immer. Rufen Sie mich an. Ich habe immer Zeit. Also schön, denn Freitag früh. Auf Wiedersehen, dann. Wiedersehen. Bis morgen, Frau Zimmer. Tag, Siggi. Ha? Na, hast du frei heute? Urlaub. Ist wegen Oma. Das mit den Schmerzen wird immer schlimmer. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, und weil der Doktor ihr letztens sie jemand, das hilft auch nicht mehr. Manchmal denke ich, sie macht das nicht mehr lange. Na, na, nur mal sachte. Geh mal ins Wartezimmer, hm? Na, ich kann aber nicht so lange, ja? Ich denke, du hast Urlaub. Ja, aber nicht dafür, dass ich wegen meiner Oma im Wartezimmer rumhänge. Mensch, Lila, wartest du immer noch? Nee. Ich lese nur ein bisschen. Na ja, bis auf das Übergewicht sieht ja alles fabelhaft aus. Natürlich weniger rauchen, weniger trinken. Brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen. Machen Sie doch bitte mit meiner Sprechstundenhilfe einen Labortermin aus, wegen der Blutuntersuchung. Und der Leberfleck? Sagt man Leberfleck, da gibt's doch sicher einen medizinischen Ausdruck. Ja, Nevus, sagt man dazu. Da kriegen Sie eine Überweisung. Da lassen wir dann in der Klinik eine histologische Untersuchung machen. Eine Gewebeprobe. Warum denn in die Klinik? Können Sie das nicht so sehen? Ich meine, ist das so ernst, dass ich dazu ins Gute Bewegung hast du. Hast du volle Klamotten an, ne? Ossi, ich meine die Musik. Hier ist die Musik. Das ist Ossi. Darf man fragen, wo du die ganze Nacht warst? Ein bisschen um die Häuser. Ich hab durchgemacht. Wird da wohl erlaubt sein, hab ja Urlaub. Der junge Herr, auch Urlaub, ja? So ist es, wie Sie sagen. Wer ist denn das? Ach, Oma. Ich hab so starke Jallenschmerzen. Tut mir leid. Geh doch mal runter zur Zelle und ruf den Doktor an. Was jetzt? Ich bin müde, hattet nicht noch Zeit? Wo willst du denn hin? So viele Leute in dem kleinen Zimmer. Bis später, Süß. Das hast du ja prima hingekriegt. Ich hab das nicht gern, wenn du über Nacht wegbleibst. Wer war denn das? Ein Freund. Was macht der? Urlaub, hast du doch gehört. Dauerurlaub, wa? Du, das brauch ich mir nicht gefallen lassen, ja? Dass du meine Freunde beleidigst. Ich kann schließlich machen, was ich will. In 4 Monaten werde ich 18. Und die 4 Monate bin ich doch für dich verantwortlich. Das habe ich deinen Eltern versprochen. Ach, meine Eltern. Die sollen sich selber um mich kümmern. Ich brauch keinen Aufpasser. Jetzt bist du ungerecht, Siggi. Du weißt genau, wie die schuften. Das weiß ich nicht. Kannst du rüberkicken nach Dortmund? Wer weiß, was die da drüben machen. Na, was ist denn? So gut, ich geh ja schon. Ihr habt eilig, wa? Na, wenn sie bloß ins Labor wollen, dann lass ich sie vor. Ich habe Zeit. Rentner. Obwohl, die meisten Rentner haben es heute besonders eilig. Warum? Das wissen sie wahrscheinlich selber nicht. Sie sind neu hier? Ja. Dann dachte ich mir. Naja, ich kenne ja nicht alle Patienten vom Doktor, aber die meisten. Da haben sie aber Glück gehabt. Sonst sind nämlich immer rappeldicke voll hier. Ich frage mich immer, ob der Doktor überhaupt noch ein Privatleben hat. Tja, naja. Die sammelt der Doktor, genau, die sammelt er nicht. Also früher hat er mal Bierdeckel gesammelt. Also Sie können sich nicht vorstellen, von wo überall die Leute eben welche mitgebracht haben. So ja, aus dem Ostblock, geschmuggelt. Frau Herrmann,
Bartling bitte zu Schwester Erika? Nachdem ihm das mit dem Bierdeckel zu langweilig geworden war, dann ist er auf Streichholzschachteln umgestiegen. Und jetzt ist er bei Apfelsinenpapier gelandet. Die hat er schon alle, damit können sie ihm nicht kommen. So. Das ist genau so ein Blindjäger. Pech. Also soll ich nicht geben, die bringen Konfekt mit und Blumen. Aber der Doktor will das nicht. Er sagt... Herr Schnabel, kommen Sie dann gleich zu mir ins Labor? Ich lasse den Herrn vor, ich habe Zeit. Nein, nein, danke. Ich möchte zu Herrn Dr. Brockmann persönlich. Ja, warum sagen Sie das nicht gleich?